Ja, es ist der 20. April und wir feiern heute den Namenstag von Hildegund. Hildegund hat heute Namenstag. Herzlichen Glückwunsch. Nun, woher kommt der Name Hildegund? Hildegund ist althochdeutsch und es kommt von Hildja, Kampf oder Kämpfer, und Gund, Kampf. Das heißt, die kämpferische Kämpferin, wenn man das wortwörtlich aus dem Althochdeutschen übersetzt. Hildegund ist aktuell 67 Jahre alt, nach unserer App Namechecker. Und wir feiern heute den Namenstag am 20. April. Das liegt an der Hildegund von Schönau. Die Hildegund von Schönau war die Heilige und die unternahm mit ihrem Vater eine Wallfahrt nach Jerusalem. Dabei starb der Vater. Um auf der Heimreise nicht belästigt zu werden, hat sie sich als Mann verkleidet. Und nach der Überlieferung zurück wurde sie dann angeklagt, gestohlen zu haben. Doch es erschien ein Engel Gottes, der ihre Unschuld bezeugt hatte. Anschließend fand sie Unterkunft als Novize bei den Zisterzienserinnen im Kloster Schönau und südlichen Odenwald. Als Bruder Josef lebte sie dort, ohne ihr wahres Geschlecht preiszugeben, das man erst nach ihrem Tod entdeckt hatte. Nun ja, so gut und so alt ist die junge Dame auch nicht geworden. Nämlich 18, nee, 17, 17 Jahre, 18 Jahre ist die junge Dame geworden, die Hildegund. Ja, eine traurige Geschichte. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstagen und so weiter in unserer App Namechecker, die man im App Store und bei Google Play herunterladen kann. Und wie man Namenstage im Marketing einsetzt, findet man auf unserer Webseite www.marancon.de/namenstag. Herzlichen Glückwunsch an alle Hildegunds.